Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Ja, es steht ein Vollmond vor der Tür und zwar am 7.3. Kraftvolle Energien, die sich zeigen möchten, und ich freue mich, mit dir jetzt hier zu schauen, wie sich die Energien zum Ausdruck bringen möchten. Ich werde auf der energetischen Ebene schauen, dann wie sich das Ganze im physischen zeigen möchte, zum Ausdruck bringen möchte. Und dann schaue ich nochmal auf der unbewussten Ebene, was es da für Impulse für dich gibt, wie du diese Energie für dich nutzen kannst, wie du das, was da unbewusst ist, integrieren kannst und nutzen kannst. Dieses Video wird keine Aufzeichnung haben. Du kennst das von den Mondvideos. Nein, keine Aufzeichnung, stimmt nicht. Keine Fortsetzung. Ach, Herr Jemini. Die Fortsetzung ist hier direkt mit dabei. Wie bei allen anderen Mondreadings auch. Doch jetzt möchte ich direkt mal starten mit dir und direkt mal schauen, welche Energien sich zeigen. Also, für meine Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Was zeigt dieser Vollmond hier am 7.3.? Welche Energien öffnen sich? Energien, die zu ihrem Höhepunkt kommen. Von diesem Fische-Neumond her, da hat sich ja einiges emotional gezeigt. Und hier mit dem Vollmond wird da nochmal ein Licht drauf geworfen, so dass sich die Energien verstärken oder nochmal deutlicher sichtbar werden. Oh, ich glaube, ich habe schon was Schönes gesehen. Ja, habe ich doch richtig geguckt. Das Ass der Kelche. Und ja, was sage ich euch, liebe Luftzeichen, wieder emotional. Emotionale Energien, das Ass der Kelche, Love Begins, heißt es hier, die Liebe, die sich zeigt, oh, und der Gehängte, vielleicht sogar auch hier aus alten Mustern auszusteigen oder sich Muster zu betrachten, sich die Liebe zu betrachten, mal eine andere Perspektive zur Liebe einzunehmen und dann hier ein Neubeginn. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. So schön. Vielleicht geht es auch darum, liebes Luftzeichen, wenn du hier vor einem Neubeginn stehst, deine bisherigen Gedanken und Strukturen und wie du diesen Neubeginn starten möchtest, mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Gehängte spricht von Perspektivwechsel, der Gehängte spricht aber auch von Stillstand, und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht auch mit dem Neumond auf der einen Seite viele Energien zu dir geflossen sind, die dich ein Stück weit ausgebremst haben, dass aber auch dieses Ausbremsen dir die Möglichkeit gegeben hat, die Situation neu zu betrachten. Und jetzt bist du hier bereit, vorwärts zu gehen. Wow, und noch eine große Arcana-Karte. Was eine Energie. Jetzt bist du bereit für einen Neubeginn, du bist bereit, für deine Autorität, für dich einzustehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier für viele von euch ein ganz neues Fundament vielleicht auch entstanden ist. Allein dadurch, dass so viel Emotionen hochgespült wurden und du die Möglichkeit hattest, diese neu zu betrachten, durch diesen Stillstand in der Luft hängen, vielleicht sogar auch in den Gefühlen hängend. Und du hast erkannt, du kannst dich selbst daraus befreien. Du hast hier diesen Regenbogen sozusagen empfangen und bist jetzt bereit, für dich loszugehen, für dich einzustehen, weise zu führen,
anstatt hier Macht auszuüben. Der Herrscher, da geht es um Macht. Es geht aber auch um Struktur, um Fundament. Und ich mag den mittlerweile sehr gerne, weil er zwei unterschiedliche Aspekte in sich trägt. In deiner Autorität kann es darum gehen, dich selbst, wenn du jetzt beispielsweise eine Machtposition inne hast, dich selbst nicht über andere zu stellen, sondern es gibt diesen schönen Satz, gleiches Recht für alle. Und ein Herrscher ist nur so gut, wie er sich selbst führen kann, wie er sich selbst in die Belange des Volkes einbringen kann. Und ja, ich glaube, dieses neue Bewusstsein, dass wir alle auf einer Stufe stehen und selbst für uns verantwortlich sein dürfen, so dürfen wir auch mit dieser Verantwortung sorgsam und ja auch liebevoll umgehen, um diese neuen Möglichkeiten zu festigen. Es geht nicht mehr darum, dass da nur einer vorne an der Spitze steht und sagt, wo es lang geht. Es geht eher hier auch darum, andere in ihre Kraft zu erheben. Sehr kraftvoll die Energie gerade. Lass uns mal schauen, wie sich das ja, im alltäglichen Leben zum Ausdruck bringen möchte. Der Ritter der Münzen und die zwei Stäbe. Ja, lass mich mal einen Schluck trinken. Der Ritter der Münzen kommt hier. Ja, sehr. Es krabbelt immer noch. Der kommt hier sehr kraftvoll daher. Der hat hier den Bär und der Bär steht für mich für das mütterlich-weibliche Prinzip, für das nährende Prinzip. Der ist zwar noch so ein bisschen in einer Rüstung und vielleicht fühlst du dich auch innerlich noch so ein bisschen, dass du dich schützen müsstest bei der ganzen Liebe, die hier über dir ausgeschüttet wird. Aber es geht darum, deinen Selbstwert zu halten. Deinen Selbstwert zu halten und dich damit zu zeigen. Ich glaube aber auch, dass es hier darum geht, in kleinen Schritten weiterzugehen, in deinem Tempo weiterzugehen. Die Liebe und die Emotionen zu erden, auf die Erde zu bringen. Also erstmal in dir ankommen zu lassen und dann zu schauen, was tust du aus Liebe, mit Liebe für dich. Und dann öffnen sich hier neue Türen. Ich finde dieses Bild so fantastisch hier mit den zwei Stäben, mit diesem Portal, was sich da öffnet, weil du einfach auch ja diese Zeit des Stillstandes, diese Zeit des Umdenkens, des Perspektivwechsels genutzt hast und siehst jetzt diese Tür, die sich hier öffnet. Pass mal auf, ich will dir mal was zeigen. Guck mal, wenn die hier. Das ist, als wenn du mit einem Kopfsprung in diese Energie hineinspringst. Siehst du das? Wir haben hier den Regenbogen und du hast hier auch diese Regenbogenfarben. Ich finde es gerade sehr spannend von der Thematik her. Und es gab am Himmel ein Phänomen, ein Sonnensturm, der halt auch ein ungewohntes Polarlicht gezeigt hat, so möchte ich es mal nennen. Ich weiß, es war kein Polarlicht. Guck mal, die müssen wir auch noch rumdrehen. Es war
durch die Sonnenstürme eben verursacht, eine Lichterscheinung. Und vielleicht hast du so einen Lichtmoment für dich in diesem, in dieser Ruhephase vielleicht auch gehabt. Und jetzt geht es daran, die nächsten Schritte zu gehen. Weil der Ritter der Münzen, der ist ja jetzt nicht so der beweglichste. Der ist so ein bisschen träger. Mir kommt jetzt auch gerade Winterschlaf in den Sinn mit dem Bären. Vielleicht hast du hier einen Winterschlaf gemacht und möchtest jetzt vorwärts gehen. Wow! Die fünf Schwerter. Achte bitte darauf, dass du zwar gut bei dir bist, zu dir stehst, aber mit deinem Neubeginn andere nicht überforderst. Ich bekomme hier zweierlei rein, dass du vielleicht, weil dann würdest du wieder in diese negative Energie des Herrschers rutschen, dass du nicht zu sehr fordernd bist, nicht zu sehr mit Ellenbogen. Hier geht es um Kampf mit den fünf Schwertern. Vielleicht wirst du in deinem Neustart hier ein Stück weit bekämpft. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du müsstest hier etwas Neues beginnen und kämpfst daher gegen das Alte. Kampf hat nie zu Liebe geführt. Das hat immer zu Schmerz, zu Verlust, zur Traurigkeit geführt. Es kann hier keinen Gewinner geben. Ganz, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, hier kommt ja schon der Ritter der Münzen mit voller Montur hier an. Vielleicht hast du oder einige von euch das Gefühl, es gäbe nur diesen einen Weg. Es gibt aber weitaus mehr Wege. Und wie gesagt, mit Krieg und Kampf ist noch nie Frieden entstanden. Frieden entsteht in deinem Herzen und Liebe entsteht in deinem Herzen. Das hat nie etwas mit einem Gegenüber zu tun. Das hat immer etwas mit dir selbst zu tun. Wir gucken mal, was hier zu diesem kraftvollen, also ich empfinde den ja sehr kraftvoll und doch ruhig in sich ruhen, ne? Diesen Herrscher hier, der strahlt schon was aus. Und ja, wir schauen mal. Wir schauen mal mit einer Karte bitte, was hier noch so kommt. Ja, super genial, die Königin der Stäbe, denn auch hier kommt nochmal die weibliche Energie rein, die ich hier schon wahrgenommen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Herrscher hier mit der Königin der Stäbe für die Liebe aufsteht. Wir starten ja hier mit dem Ass der Kelche und sie hier ist wirklich wachstumsorientiert. Und dass sie hier sagt, halt, stopp. Diese Zankereien, diese Streitereien, diese Auseinandersetzungen, da ist jetzt mal Schicht im Schacht. Wir schauen jetzt hier mal gemeinsam, wie wir eine Situation zu mehr Wachstum bringen können. Wir haben auch hier mit den zwei Stäben die Tendenz des Wachstums, der Ausdehnung, der Entfaltung. Hier möchte sich etwas entfalten, was aber ja, vielleicht auf Widerstand stößt, vielleicht da, ich weiß nicht, Zweifler oder Kämpfe hervorruft, die dennoch, ich glaube, ganz leicht beschwichtigt werden können. Weil wir haben ja die Energie des Narren hier mit dem Neubeginn. Ich glaube wirklich, liebes Luftzeichen, dass hier nochmal innerlich geschaut werden darf, wo du da vielleicht um einen Neuanfang kämpfst und wo du deinen Fokus ganz klar
auf dich, auf deine Energie legen darfst, um dieses innere Wachstum voranzutreiben. Hört sich jetzt aber auch diesem inneren Wachstum Raum zu öffnen, deine Hausaufgaben zu machen und wirklich hier für Wachstum und Entfaltung einzustehen, aufzustehen. Und ich glaube, wenn du diesen Shift in dir vollziehst, dann kommt da auch keine nichts mehr von außen an dich dran. Also dann lässt du dich auch nicht mehr auf Kämpfe ein. Dann bist du wirklich auch wachstumsorientiert und von deinem Herzen geführt. Hoppala. So, lass uns mal schauen. Ja, bin ich echt gespannt, was hier im Unbewussten liegt. Die Energie der Liebe, die überfließen möchte, und der Ritter der Münzen, der sich hier sehr langsam bewegt, vielleicht gerade aus seinem Winterschlaf erwacht. Was liegt hier im Unbewussten? Was liegt hier im Unbewussten? Ah, ich muss sie nochmal aufstapeln. So. Die machen ja Andeutungen hier zum Springen, aber sie springen nicht. Was liegt hier, aha, im Unbewussten? Das Ass der Luft. Die Klarheit. Also hier kommt wirklich Klarheit ins Spiel oder steigt aus dir auf. Ich glaube, das hängt auch mit dem Gehängten zusammen, dass du schon spürst, vielleicht spürst du das auch schon, vielleicht ist auch bei dem einen oder anderen dieser Aha-Moment schon da, aber du spürst, da ist noch was, da braucht es noch was, da braucht es womöglich eine klare Entscheidung. Weil das Ass der Schwerter steht eben auch für klare Entscheidungen, für Klarheit, für Wahrheit. Und ja, wir haben nochmal den Narren. Leichtigkeit. Entscheide dich für Leichtigkeit. Hier liegt er als Neuanfang, der wirklich energetisch auch angezeigt ist, und in dir spürst du schon ja diese Richtung, und unbewusst sagt es dir vielleicht sogar auch deine Bauchstimme, dein Bauchgefühl: Lass uns das mal ein bisschen leichter, ein bisschen spielerischer angehen, indem du für dich einstehst, indem du sagst: Ne, auf diese Kämpfe lasse ich mich nicht ein. Ich bin hier, weil wir haben mit dem Page des Feuers, dem Page der Stäbe, das ist wieder der Neuanfang und es ist wieder Stabenergie, wachstumsorientiert. Und vielleicht hast du innerlich das Gefühl, ja, ich möchte diesen Neustart, ich möchte hier neue Wege gehen. Und jetzt kommt da von außen was entgegengeflogen, wo du routinemäßig dich verteidigen würdest. Wo du routinemäßig oder gewohnheitsmäßig dich erklären würdest, weil andere nicht verstehen, was du hier tust. Weil die fragen, das kannst du doch nicht machen, oder bist du total verrückt geworden? Und du hast das Gefühl, du müsstest dich da erklären, musst du aber nicht. Weil der Page des Feuers, der sagt ganz klar, ich gehe meinen Weg. Das ist ganz klar auch Neuanfangsenergie, wachstumsorientiert und vielleicht sogar innerlich dieser Aspekt, nö, ich muss mich nicht erklären, es ist, wie es ist. Die können da kämpfen, die können da zetern, die können da auf mich einreden. Ich gehe einfach. Ich muss mich da nicht einmischen. Ich muss da nicht dabei sein.
So, eine Karte hätte ich gerne noch. Ich finde die Farben so schön. Das ist echt genial. Eine Karte hätte ich gerne noch. Ich bin ja gespannt, ne, auf die Karte jetzt. Ich bin ja echt gespannt. Da. Oh, und haben wir mit der Liebe gestartet, mit dem Ass der Kelche, enden wir hier mit der Liebe, und zwar mit den zwei des Wassers. Ja, Liebe auf Augenhöhe, eine Begegnung auf Augenhöhe, zwei Menschen, die sich in Liebe begegnen. Der Herrscher und die Königin der Stäbe, die sich in Liebe begegnen. Wie genial ist das denn? Und denen ist es, sorry, wenn ich das jetzt mal so drastisch sage, scheißegal, was da im Außen rumploppt oder rummeckert oder rumzetert. Die begegnen sich auf Augenhöhe. Das ist so krass. Und dieser Kampf um etwas Neues. Ich glaube wirklich, das ist hier ein Kampf um etwas Neues. Vielleicht kämpfst du auch auf einem Gebiet oder in dir, um dieser Liebe Raum zu geben, um dieser Begegnung Raum zu geben. Doch bitte, 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 schau dir an, warum du kämpfst und gegen wen du kämpfst. Weil schlussendlich kämpfen wir immer um uns, in uns selbst. Wir kämpfen nie für den anderen oder gegen den anderen, was auch immer. Wir kämpfen immer gegen uns selbst in uns. Und das gibt Verwundete, das gibt Verletzte, das gibt Tote. Und schlussendlich hat dann niemand mehr gewonnen. Und ich habe mit den 5 Schwertern immer schon jetzt die ganze letzte Zeit das Gefühl, leg diese Waffen weg. Das nutzt nichts, das bringt nichts. Auch das müssen keine physischen Waffen sein, das können auch scharfe, schneidende Gedanken sein, verletzende Gedanken. Wie denkst du über dich? Glaubst du, dass hier ein Neuanfang möglich ist? Glaubst du, dass hier die Liebe nochmal so fließen kann, dass sich hier zwei Menschen in Liebe begegnen können? Glaubst du daran? Was sind deine Gedanken dazu? Denn darum geht es. Mach dir da wirklich Gedanken drüber. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, einem anderen zu vergeben. Es ist eine Entscheidung, eine innere Entscheidung, dir selbst zu vergeben, dir selbst Raum zu öffnen, dir selbst hier neue Türen zu öffnen. Ja, auch in deinen Worten sanft und liebevoll zu sein. Und das heißt nicht, dass das nur Wischiwaschi ist. Diese Worte können genauso klar sein und wie in Stein gemeißelt. Und vieles in dir, was da an Glaubensmustern, an Strukturen, an kämpfenden Gedanken ist, die sind nicht in Stein gemeißelt. Auch die kannst du verändern, selbst wenn du sie bisher permanent gedacht hast. Du merkst aber, du fühlst schon, da liegt was in der Luft, da kommt eine Veränderung. Und diese Veränderung sagt, hier geht es darum, dass sich zwei Energien liebevoll auf Augenhöhe begegnen, die ihr Herz öffnen, die mit sich im Klaren, im Reinen sind, und daraus entsteht etwas Neues. Also Neubeginn steht hier auf jeden Fall vor der Tür. Wir haben zweimal den Narren, wir haben den Pagen des Feuers. Da geht es um einen Neuanfang. Und es ist schlussendlich eine Entscheidung, es ist deine Entscheidung, wie viel Raum gibst du dir, wie viel Vergebungsarbeit, wie viel Vertrauen, wie viel Liebe schenkst du dir. Du dir. Und dann erst
die anderen. In diesem Sinne, spür mal in dir nach, beobachte deine Gedanken und beobachte deine Gefühle und dann triff da klare Entscheidungen und leg die Waffen nieder. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Vollmond.